Hallihallöchen, meine Freunde, und damit herzlich willkommen zurück zu The Long Drive. Okay, ich würde gern hier mal ein bisschen aufräumen. Ich nehme mir dieses Brett. Und versuche das mal irgendwie hier rauszukriegen. Okay, so nicht. Ganz schön schwierig. Hier ist halt auch alles irgendwie im Weg, ne? Mit dem Zeug. So, kann ich den da drauf stecken? Nein, geht nicht. Leider. So, drehen wir mal um. So wie ein Eimer normalerweise. Was ist das jetzt? Huch, ach, der Mond! Da geht der Mond auf. Heute, der Mond scheint helle. Boah. Ist ja verrückt. So. Es ist wieder dunkel. Nein. Mofa angeschmissen. Ich will mal da hoch. Okay. Haben wir eigentlich eine Health-Anzeige? Ich glaube, ich bin gerade verwundet worden. Kann das sein? Wenn ich mir gerade irgendwie das Brett in die Fresse gehauen habe. So, pass mal auf. Ich will da hoch. Ich bin da oben. Ein schöner Aussichtsposten. Sonst gibt's hier oben nichts, ne? Nö. Aber gut. Ich nehme an, genau dafür ist das Brett auch da. Nur dafür. Einmal wieder umgeschmissen. Nicht doch werfen. Oh Mann. So. Leg doch den einfach da drauf. Mann. So, Mofa wieder umgeschmissen. So ein Blödsinn. Gut. Liegt hier noch was? Ja, hier liegen noch mal Sachen. Das kapiere ich immer noch nicht, warum das nicht geht. Das ist ein Autoreifen. Lass ich mal hier. Irgendeine Metallplatte? Oder das ist eine Fußmatte. Kann ich vorstellen, dass es eine Fußmatte ist. So, den tue ich mal hier hin. Und Le Gewehr kommt hier in den Kofferraum. Was war da drin? Öl. 20 Liter Öl. Und das Ding nehme ich wieder.
So, Gewehr ist reingerutscht. Sehr gut. So, was hatten wir hier? Leer. Okay, dann machen wir hier einen Tisch mit Zeug, das wir nicht brauchen. Zum Beispiel das da. Der Motor ist auch leer. Die hier. Was ist das? Eine Stoßstange? Eine ziemlich vergammelte. Vorne haben wir eine und hinten auch, oder? Ja. Schmeißen wir die auch hier drauf. Oder haben wir vorne eine? Ja. So, dann haben wir hier Farben. Aber den müssen wir erstmal schleifen, glaube ich. Die stelle ich mal hier hin. Und wer sich jetzt fragt, warum ich hier aufräume und nicht losfahre, weil wir hier ein Mofa haben. Und das Mofa will ich gern reparieren. So, und nach Hause bringen. Wir sind noch nicht so weit weg von zu Hause. Also das Ding. Da ist noch Öl drin. Und da könnten wir eigentlich mal Öl nachfüllen. So, 1,2 Liter Öl sind drin. Und das heißt, das hier ist jetzt leer, ja. Ich muss mir die Sachen einfach so hindrehen, wie zum Reingucken, so. Okay, ist leer, ja. So. Da haben wir aber hier draußen haben wir noch mehr Öl, ne? Außer ich brauche das fürs Mofa. Nee, dann lassen wir es mal. So, hier haben wir nochmal so ein. Ey. Rosa. Was ist das? Das ist doch eine Sonnenblende, oder? Lass mir doch nicht erzählen, das ist doch. Das muss doch eine Sonnenblende sein. Okay. Warum? Warum kann ich mich nicht mehr bewegen? Ich kapier's nicht. Ah, schlafen ist C. Ich glaube, ich muss mal. Ich kann auch nicht mehr rumgucken. Das hier sind die Sachen. Player. Warum kann ich nicht mehr rumgucken? Ey.
Ich kapiere es nicht. Hilfe. Warum sitze ich denn? Moment, bin ich in dem... Sitze ich quasi in dem Auto drin? Kann das sein? Moment, ich probiere es mal. Ich kann halt auch nicht nach unten gucken, ne? Jetzt sitze ich im Auto drin. Ah, und jetzt bin ich wieder draußen. Sehr gut. Okay, jetzt passt das wieder. So, ja, komm, die lege ich hier. Aufs Autodach. Ich glaube, ich muss reinsitzen, ne? Nein, das ist keine Handschuhfach. Armaturenbrett. Ach, das ist ein Handschuhfachdeckel, aber nicht der hier. Okay. Also auf den nicht zu gebrauchen Stapel. Mann, so eine Action. Unfassbar. Da haben wir hier, haben wir kaputte Flaschen und so. Ah, hier die Bürste. An die ich nicht mehr rankomme irgendwie. Ich möchte die Bürste haben. Mist. Kommen wir tatsächlich nicht mehr ran an die blöde Bürste da. So, ein Ei mehrere. Dann haben wir hier, haben wir eine Sonnenblende. Da haben wir eine Sonnenblende. Hoppsa. Da hat es gescheppert. So, aber natürlich eine rechte. Was ist das? Wieder irgendwas zum Hinhängen. So, hier haben wir... Hier haben wir überall Benzin und Öl. Ist das ein Diesel oder was? Hey, woher soll ich wissen, wie, mit was die Karre fährt? Ob das ein Diesel ist oder ein Benziner? Das weiß doch ich nicht. Hier haben wir endlich wieder so eine Bürste. So, mal gucken. Ah. Und der ist also in Wirklichkeit... Was ist das für eine Farbe? Braun? Oh. Hier die Stoßstange. Entrosten. Ist schon fertig? Okay, die ist so kaputt. So, da können wir sonst nichts mehr machen. Und dann das Mofa, den... Achso, ne, den Spiegel haben wir ja schon. Das war ja der falsche Spiegel, so wollte ich, meinte ich. So. Gut. Rein damit. Für später. So, das war leer.
Farbpalette. Hier haben wir nochmal eine Farbe. Nochmal C64. Irgendjemand hat hier C64 gesammelt. Was ist das? Das hier ist doch ein Kühler. Hoppala. Naja, so nun nicht. Kulanttank. Kühlertank. Hoppsa. Aber dann ja nicht für den. Denn der hat ja hier seinen. Was ist das denn? Also auf den nicht zu gebrauchen Stapel. Dann haben wir hier haben wir eine Radkappe. Ganz wichtig. Ah nein, das ist ein Licht. Oh, schön. Ein Scheinwerfer. Und zumindest mal einer. Wird so langsam. So, nochmal eine Farbe. Das ist braun offensichtlich oder gelb. So, da haben wir jetzt eine schöne Auswahl. Da können wir uns einen Harlekin machen. Wie der Polo früher oder der Golf. War es auch ein Golf? Ich weiß nicht. Ein Polo gab es, ein Harlekin-Polo. Mann, wie viel... Was, das ist nochmal eine Stoßstange hier, ne? Eine schöne schwarze. Passt die vielleicht bei mir hin? Und wenn, ist das eine vordere oder eine hintere? Mach die hier mal weg. Huch. Oh. Schön. Gefällt mir gut. So. Zack, dahin. Zu dem Zeug, das man nicht mehr braucht. Was ist denn hier noch drunter? Was? Warum? Warum haben wir hier Blut? Wie geht? Wir hatten Blut. Ich habe es ausgeleert. Ein schönes Bett. Okay. So, was bist du? Wasser. 0,7 Liter Wasser. Tun wir mal dahin. Nochmal so ein Korb, das ist gut, den nehme ich mir mit für draußen. So, was haben wir hier? Nochmal Öl. Das Öl können wir in den Motor tun. Und was haben wir hier? Benzin. Auch mal dahin. Also hier ist sonst nichts mehr, ne? Was war hier drin? Nichts. Leer, da ist Gasflaschen. Habe ich jetzt auf oder zugemacht? Auf.
Wollte ich nicht. So, nehme ich auch mal mit. Stellen wir mal da hinten hin. So, Bett, weg. Weg, Bett, weg. So. Also jetzt fehlen uns aber fürs Mofa fehlen uns Teile. Was war das jetzt hier? Benzin. Also, wir brauchen aber das Benzin. Gut, den brauchen wir nicht. Hoppala. Aber das Benzin brauchen wir auf jeden Fall. Denn die Karre hier, die, da fehlen ja die Räder und alles. Also den werden wir... hoppsala. Ja, den werden wir sowieso nicht... Nein, nicht... Pushen will ich. Ah, da ist die Handbremse zu, ne? So, dann versuchen wir jetzt mal zu schieben. So. Mal daran geschoben. Okay. Ja, denn die Karre hier, die kriegen wir nicht flott. Und das Mofa, glaube ich, irgendwie, da fehlt ja ein Reifen. Also, da kriegen wir auch nicht flott. Aber wir können die hier stehen lassen, die Sachen, und schauen, ob wir noch mehr finden von dem Zeug. Ja. So. Gas und Öl. Kann man hier drauf sitzen? Okay, man kann treten. Und dann würde das Ding vielleicht sogar angehen. Das ist eigentlich ziemlich geil. Aber es fehlt halt leider ein Reifen. So, den Korb. Ach nee, weißt du was? Den hier... hier rein. So. Die nehmen wir natürlich auch wieder mit. Wieder da rein. So, was war das jetzt hier? Öl. Wir haben ja voll mit Öl. Das heißt, wir können das eigentlich... ich hasse es. Über Kanister. Weißt du was? Dahin. Was war jetzt hier noch? Brauchbares. Das ist Gas-Öl-Gemisch. Das hier ist leer. Was ist das hier? Auch nochmal Öl. Ah, okay. Muss die Maus gerade ziehen. Ich habe die Maus immer so schräg. So, dann ist der Motor schon mal weitestgehend versorgt.
Hier haben wir noch Wasser. Oh, zum Glück ist jetzt nichts ausgelaufen. Da können wir hier hinten aufmachen. Muss ich auf die andere Seite rüber. Kann ich dem Ding hier einen Tritt geben? Oh. 0,7 war das alles. Ja, war alles. Ist empty. So. Was haben wir hier drin? Ist auch empty. Dann auch weg damit. So, ich würde gern die Farben, würde ich halt echt gern mitnehmen. Weil wer weiß, wie wir unsere Karre dann letzten Endes lackieren. 65 schwarz, denn wenn wir... Obwohl, das tue ich in den Kofferraum. Nicht in den Kofferraum, sondern hier rein. In den Korb? Korb mal ein Stück rüber. So, gut, dann ist ein im Korb, was soll's. Und die anderen... Ich muss mir angewöhnen, Equip zu drücken. Mit allem, was ich aufnehme. Dann habe ich es gleich in der Hand. Hoppala. Und es dann so rein zu tun. So, das hier. Er ist drin. Sehr gut. Okay. Sonst haben wir hier nichts Brauchbares, ne? Gut. Ist hier eigentlich, können wir hier eigentlich? Springt nicht an. Ach so, weil kein Sprit drin ist, ne? Oder? Ja. Also man braucht, man kann einfach nur Ding drücken, habe ich gesehen. Das ist auch cool. Gasöl, Diesel. Gasöl, 13% Diesel. Das müsste eigentlich so einem Motor nichts ausmachen. Wenn die Mischung nicht genau stimmt. Kann ich mir nicht vorstellen. Open, ja. Liter 2,2 Liter 2,3 Liter 2,4 Liter. Ich kipp das jetzt einfach mal alles da rein. Also so ein Mofa fährt auf jeden Fall zweitaktmäßig mit Benzin und Öl. Mit eben Zweitaktöl. Das ist auch nochmal. Das ist wieder eine ganz andere Mischung. Egal. Ah, so kommt wieder mehr Sprit rein.
und weniger Öl. 10% war doch die Mischung, oder? Ja, ich glaube 10% war die Mischung. Also liegen wir jetzt schon mal gar nicht so schlecht. Gut, dann belassen wir es hierbei. Und vielleicht kommen wir nochmal hier zurück. So. Huch. Also hier ist zu. Mofa steht noch draußen. Wir setzen uns mal rein. Denn irgendwie ist das hier gruselig. Mal die Lichter anmachen. Was sagt denn der Sprit? Ja gut, ist immer noch Reserve leuchtet noch, aber wir haben zumindest schon mal ein bisschen mehr. So, das hier möchte ich gern richtig attachen. So, jetzt haben wir nämlich einen richtigen Kompass hier. Oh, wir haben ja auch Licht, stimmt. Oh ja, Innenraumlicht, geil. Boah, ganz vergessen. So, meine Freunde, oha, wir sind fett drüber schon wieder. Oh Mann, ich kann hier gar nicht. Oh, machen wir Zündung wieder aus. Kann ich eigentlich, wenn ich Zündung anmache? Ah, okay. Also entweder nur Zündung an oder Zündung und Motor gleich. Sehr gut. Hupe. Sehr schön. Okay. Handbremse. Angezogen oder nicht? Jetzt ist er angezogen. Sind wir gerollt? Ja, tatsächlich. Wir rollen ein Stückchen. So, jetzt geht die Sonne wieder auf. Wunderbar. Und dann würde ich sagen, wir machen hier erstmal eine kleine Folgenpause. Ich gehe ins Bettchen. Ende für diese Aufnahmesession. Aber, oh, das macht gerade voll Bock. Also ich werde wieder auf jeden Fall hier weitermachen. So, machen wir mal aus. Ach, schön, genießen wir noch den Sonnenaufgang. Und dann sehen wir uns morgen wieder, wenn es wieder heißt Time to Play, hier bei The Long Drive. Bis dahin, macht's mir gut. Tschüss.